Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zum ersten Video zum Warum zockst du Community Projekt oder besser gesagt das neue erste Video in diesem Jahr. Und wer der erste Kandidat ist, werdet ihr jetzt gleich sehen, was er auf diese Frage geantwortet hat. Ja, schaut es euch am besten an und wenn ihr natürlich auch mitmachen wollt, gebt einen Daumen hoch, schaut einfach das andere Video an, schreibt einen Kommentar drunter, schickt mir das Video ein, jederzeit auf Skype oder über die anderen Plattformen, gibt ja jede Menge Möglichkeiten, ladet es einfach bei euch hoch, ich lade es runter und ihr werdet euch auch bald hier auf meinem Kanal sehen. Von daher viel Spaß mit diesem Video, ich hoffe es gefällt euch und besucht natürlich ihn, der Link unten in der Videobeschreibung, gleich als erstes könnt ihr bei ihm vorbeigehen und seinen Kanal auch bewundern. Also, dann würde ich mal sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Warum zockst du Video. Bis dahin, tschüss. Servus Leute, ich heiße euch herzlich willkommen. Wenn ihr das Video auf dem Kanal von EasyStyle seht, dann hallo liebe Zuschauer von EasyStyle. Wenn ihr das Video auf meinem Kanal seht, wird willkommen sein, aber dann hallo. Es ist mal wieder soweit. Ja, der Gute, der Grandiose, EasyStyle, der macht wieder eine Warum zockst du? Challenge kann man nicht sagen, aber so eine Community-Aktion. Und da hat er uns einige Fragen gestellt. Ich habe jetzt hier geöffnet, also ich hier bei mir, ihr seht natürlich das Video im Hintergrund. Also warum zocke ich, was mache ich für YouTube-Videos? Oder besser gesagt, warum mache ich YouTube-Videos? Ihr seht schon, ich mache Facecam, hallo, ja. Und deswegen muss ich mich ein bisschen sputen. Also warum zocke ich? Ich zocke schon, bevor ich überhaupt selbst irgendeine Konsole hatte. Also vor NES und vor Game Boy habe ich schon angefangen zu zocken, bevor wir sie selbst hatten. Das war noch damals bei Verwandten. Ansonsten mit 4 Jahren oder 5 Jahren fing das an. Bis zum heutigen Tag, ja. Und ich werde so schnell nicht damit aufhören. Aber es macht einfach Spaß und ich liebe es. Und die zweite Frage, warum machst du YouTube-Videos? Ich habe vor Jahren mal ein Let's Play von Funk Royale gesehen, Mega Man 3, und ich habe mich halt tot gelacht. Und da dachte ich mir, das ist super, sowas möchte ich auch machen. Hab dann mir nach einigen Startschwierigkeiten habe ich dann doch angefangen, viele Videos zu produzieren. Man merkt, dass ich das sehr, sehr gern mache, weil ich habe ein bisschen viele Videos. Ja, viel zu viel. Naja. Und ihr könnt euch einfach auf meinem Kanal umsehen. Ich habe sehr viel Spaß daran und ich werde sobald nicht damit aufhören. Und die letzte Frage, weil ich da noch gemeint, so eine Zusatzfrage, was zocke ich am liebsten, was süchtel ich am meisten? Ich spiele am liebsten Retro-Spiele, aber ich liebe auch die Halo-Spiele, also Halo 2, Halo 3 und dergleichen. Und ja, die spiele ich privat sehr, sehr oft. Aber so, und ich mache auch ja Community-Aktionen, Promoting-Aktionen, Videos mit Facecam, wie hier zum Beispiel, und Wunschspiele, und ich mache vieles, aber da könnt ihr mich auch anschreiben, weil, ja, da gibt es eine ganze Menge und das würde sich in der Zeit nicht ausgehen, das zu erklären. Gut, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pferd recht.